Spiel 9. Stimmt's. Für das nächste Spiel müsst ihr singend auf einem Bein über die Bühne hüpfen. Ach nee, doch nicht. Die Regeln sind, ihr werdet mit einer Behauptung konfrontiert. Ihr entscheidet innerhalb von 5 Sekunden, ja, sie stimmt oder nein, sie stimmt nicht. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert das Spiel. Und los geht's! Dann fangen wir mal an. Ein Ophthalmologe beschäftigt sich mit den Augen. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Stimmt. Leider beide falsch. Beim nächsten Mal wird's besser. Habt ihr falsch getippt, bekommt ihr einen Strafpunkt. Mit 4 Strafpunkten hat man verloren. Neue Runde, neues Glück. Die erste Frau im All war eine Amerikanerin. Und hier die richtige Antwort. Stimmt nicht. Die erste Frau im All war Valentina Tereshkova, eine Russin. Die Antwort ist richtig. So macht das Spaß. Ist so ein bisschen wie bei einer Zeitungsente. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Den FC Chelsea nannte man Pensioniers wegen einem Pflegeheim neben dem Trainingsgelände. Dann lösen wir mal auf. Stimmt. Jawohl. Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Die Show ist wieder erste Klasse. Das wird heute ein harter Kampf. Und unser Spiel geht weiter. An Ultimo wird gefeiert. Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist... Stimmt nicht. Ultimo bezeichnet im Bankwesen den letzten Tag des Monats. Dann ist Rechnungsabschluss und viel zu tun. Absolut richtig. Yeah! Ist so ein bisschen wie bei einer Zeitungsente. So, langsam kommen wir in die Phase des Spiels, wo es interessant wird. Kommen wir zur nächsten Frage. Vivian Westwood ist die Erfinderin des Minirocks. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Stimmt nicht. Die Erfinderin des Minirocks war Mary Quant. Absolut richtig. Das war sensationell gut. Obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Das sieht ja wie ein Spielchen. Martin. Der neue Punktestand sieht damit so aus. Na, es geht doch. Wichtige Punkte bei der Aufholjagd. Martin. Spiel 10. Fangen. So funktioniert dieses Spiel. Wenn eine 1 oder eine 6 gewürfelt wird, muss einer fangen und der andere wegziehen. Hat man erfolgreich weggezogen oder gefangen, bekommt man einen Punkt. Zieht oder fängt man bei der falschen Würfelzahl, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 9 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach jeweils 2 Punkten wird die Position gewechselt. Viel Glück, wir fangen an. Schön stillhalten, schön stillhalten. Schön stillhalten. Zeig, was du kannst. Hier suchen wir den Meisterfänger. Ich wäre auch gern mal da unten. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Wichtig ist, nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Bereit? Sehr gut. Die Show ist wieder erste Klasse. Puh,
Geschafft! Es kann losgehen. Mann, das würde ich auch mal gerne selber ausprobieren. Schön stillhalten. Wichtig ist, nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Ja, da kenne ich mich aus. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Hier suchen wir den Meisterfänger. Endlich mal etwas, was ich kann. Los geht's. Wenn man bei der falschen Zahl reagiert, erhält der Gegner einen Punkt. Nach zwei Spielzügen wird jeweils gewechselt. Geschwindigkeit ist hier alles. Nur bei einer 6 oder 1 dürft ihr fangen. Es kann losgehen. Sieh mal eine an, das hätte jetzt auch anders sein können. Hier suchen wir den Meisterfänger. Ich wäre auch gern mal da unten. Ich hab jetzt richtig Bock. Los geht's. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Sowas kann ich echt gut. Bravo, eindeutig gewonnen. Philipp. Wollt ihr den Zwischenstand sehen? Ich denke ja. Damit setzt du dich ganz klar von der Konkurrenz ab. Philipp. Spiel 11. Töne zählen. So Leute, lasst uns beginnen. Schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Ja, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Yeah! Sieht interessant aus. Wenn Sie jetzt erst zuschalten, meine Damen und Herren, dann wundern Sie sich nicht. Neue Runde, neues Glück. Und hier die richtige Antwort. Stimmt nicht. Schade. Ich muss mich einfach noch steigern. Ein bisschen wie Morsen. Das ist übrigens einer der wenigen Spiele, die ich auch mal gewonnen habe. Neue Runde, neues Glück. Die richtige Antwort wäre... Leider falsch. Ich halte das nicht mehr aus. Sieht interessant aus. Das Spiel ist genauso schön wie das Wetter heute. Und unser Spiel geht weiter. Richtig ist...
Leider daneben. Das kann einfach nicht wahr sein. Eine Ausbildung zum Funker ist hier bestimmt hilfreich. Immer schön entspannt bleiben. Wollt ihr weitermachen? Los geht's! Und hier die richtige Antwort. Das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Oh Mann, oh. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Die richtige Antwort lautet: Das war leider nicht die richtige Antwort. Oh Mann, oh! Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Langsam kommen wir in die Phase, wo man Fehler machen kann. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Hier ist die Auflösung. Da kennt sich wer aus. Sehr gut. Hört genau hin. Die Töne können eine unterschiedliche Länge haben. Ah, ich bin immer im Bild. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Dann machen wir mal weiter. Korrekt ist. Ha, gut gemacht. Ich hab jetzt richtig Bock. Lange oder kurze Töne zählen jeweils immer nur als ein Ton. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist. Absolut richtig. Sowas kann ich echt gut. Das lief ja wie am Schnürchen, Martin. Na, es geht doch. Wichtige Punkte bei der Aufholjagd. Martin. Spiel 12. Cool Balance.
Das Spielprinzip ist recht einfach. Ihr müsst die Kugel über die Ebenen vom Start bis ins Ziel leiten. Verlässt die Kugel die Bahn, wird diese zurück auf die Startposition gesetzt. Wer seine Kugel als erster ins Ziel gebracht hat, gewinnt den Durchgang. Wer als erster 5 Durchgänge gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Und los geht's! Oh nein, das war nix, schade. Nee, dass das nicht nochmal passiert. Ich hätte mich ein bisschen besser vorbereitet. Oh nein, hier muss der Kandidat nochmal ran. Oh Mensch, so ein Mist, das war schwer. Ich hätte mich ein bisschen besser vorbereitet. Das kann nicht wahr sein. Ich könnte kotzen. Die Balance ist halt wichtig. So ein blödes Spiel. Das wird so nichts. Gib alles, sonst kommst du hier noch unter die Räder. Ich dachte, das wär's jetzt. Ich halt das nicht mehr aus. Ich hätte mich ein bisschen besser vorbereitet. Und nicht das jetzt. Ne? Schade, ich dachte, ich krieg das hin. Nee, ne? Gib alles, sonst kommst du hier noch unter die Räder. Thank you.
sieht alles, sonst kommst du hier noch unter die Räder. Jetzt musst du dich aber anstrengen. So ein Mist. Hoffentlich war das jetzt bloß ein Ausrutscher. Mensch, so ein Mist. Das war schwer. Das hast du noch nicht so richtig im Griff. Das war nix. Weitermachen. Echt jetzt? Die Show ist wieder erste Klasse. Neues Spiel, neues Glück. Ha, ein Glückstreffer. Die meisten Sachen lernt man durch viel Üben. Das Spiel geht an dich, Philipp. Der neue Punktestand sieht damit so aus. Souverän an der Spitze, weiter so. Philipp. Noch ist alles offen. Die Torte zeigt uns deutlich, dass da noch einige Punkte zu holen sind. Spiel 13. Farbcode. Um euch einen Überblick über das Spiel zu geben, werden jetzt erst einmal die Regeln erklärt. Ihr müsst eine vorgegebene Farbkombination lösen, aus 8 Farben einer 5er-Kombination, wobei jede Farbe nur einmal verwendet wird. Pro Durchgang setzt ihr 5 Farben. Im Anschluss folgt die Auswertung. Ein gelber Stift bedeutet, richtige Farbe an einer falschen Position. Mal sehen, ob das in der nächsten Runde genauso läuft. Dann wollen wir mal. Und die korrekte Antwort ist, das hat keiner richtig. Nur Mut, das klappt schon noch. Man weiß ja nie, die nächste Runde kann ganz anders laufen. Fertig? Los! Und die korrekte Antwort ist, ihr liegt leider beide falsch. So, das war ein spannendes Duell. Auf zur nächsten Runde. Und los geht's.
richtige Antwort wäre, jeder macht mal einen Fehler. In diesem Fall wirklich jeder. Und damit kommen wir zur nächsten Runde. Fertig? Los! Die richtige Antwort. Tja, da habt ihr euch beide falsch entschieden. Nun kommt die nächste Runde. Na dann, los geht's! Und hier die richtige Antwort. Da habt ihr beide einen Fehler gemacht. Naja, nicht so schlimm. Mal sehen, ob das in der nächsten Runde genauso läuft. Fertig? Los! Die richtige Antwort lautet wie folgt. Da liegt ihr leider beide falsch. So, das war ein spannendes Duell. Auf zur nächsten Runde. Zeigt, was ihr könnt. Die richtige Antwort lautet, tja, da habt ihr euch beide falsch entschieden. So, das war ein spannendes Duell. Auf zur nächsten Runde. Achtung und los. Die richtige Antwort. Da habt ihr beide einen Fehler gemacht. Naja, nicht so schlimm. Nun kommt die nächste Runde. Auf los geht's los. Los. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Das war ein Fehler von euch beiden. Nun kommt die nächste Runde. Dann wollen wir mal. Spannung steigt. Die richtige Antwort ist, das hat keiner richtig. Nur Mut, das klappt schon noch. Mal sehen, wie ihr euch in der nächsten Runde macht. Na dann, los geht's! Die gültige Antwort lautet wie folgt. Das hat keiner richtig. Nur Mut, das klappt schon noch. So. Eine neue Runde beginnt. Dann wollen wir mal. Richtig ist, da habt ihr beide einen Fehler gemacht. Naja, nicht so schlimm. Man weiß ja nie. Die nächste Runde kann ganz anders laufen. Achtung und los! Die richtige Antwort lautet, leider beide falsch. Beim nächsten Mal wird's besser. Mal sehen, ob das in der nächsten Runde genauso läuft. Fertig? Los! Dann lösen wir mal auf. Da habt ihr beide einen Fehler gemacht. Naja, nicht so schlimm. Weiter geht's. Viel Glück, wir fangen an.
korrekt ist, da liegt ihr leider beide falsch. Das Gute an diesem Wettkampf ist, er ist noch lange nicht entschieden. Und los geht's! Dann lösen wir mal auf. Tja, da habt ihr euch beide falsch entschieden. Man weiß ja nie. Die nächste Runde kann ganz anders laufen. Viel Glück, wir fangen an. Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist, das war ein Fehler von euch beiden. Nun kommt die nächste Runde. Na dann, los geht's! Richtig ist, jeder macht mal einen Fehler. In diesem Fall wirklich jeder. Mal sehen, wie ihr euch in der nächsten Runde macht. Alle bereit? Dann los! Richtig ist, das war ein Fehler von euch beiden. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Fertig? Los! Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Tja, da habt ihr euch beide falsch entschieden. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Und los geht's! Und die korrekte Antwort ist, jeder macht mal einen Fehler. In diesem Fall wirklich jeder. Eine Runde jagt die andere, nur nicht den Mut verlieren. Alle bereit? Dann los! Hier die richtige Antwort. Das ist korrekt. Der Sieger darf jetzt seine wohlverdienten Punkte einfahren. Gut gemacht, Philipp. Sehen wir uns mal den Zwischenstand an. Spiel 14, Autos ziehen. Das solltest du zunächst erstmal ausprobieren.